Rückewold, grüße Sie. Hallo, grüße Sie. Diese Flasche hier kenne ich jetzt eigentlich vom Bergwandern. Gibt es da was Neues oder dran oder warum ist die dabei? Also sie ist mit bei der ISCO dabei, weil wir sehr viele modische Farben da drauf haben dieses Mal. Wir wollen zeigen, dass wir da sehr viel Kompetenz haben, nicht nur für den Outdoor-Bereich. Natürlich ist es hier auf der ISCO auch wichtig. Unsere Touch-Oberfläche ist was, was gerade für den Sportler mit schwitzigen Händen ganz tolles Ding ist. Und es ist natürlich unser ikonisches Produkt, was eigentlich jeder kennt, 100% in der Schweiz hergestellt. Natürlich unser absolutes Original. Mhm. Gut, gibt es was Neues, was Sie uns zeigen wollen? Ein super Highlight, was wir auf der Messe haben, ist unsere Hero-Flasche. Die Hero-Flasche ist unsere erste Squeezable-Flasche. Wir haben ein Ventil, das man ganz einfach mit den Zähnen rausziehen kann. Es hat eine Membran, das heißt, wenn ich die Flasche auf den Kopf stelle, kommt nichts raus. Auslaufsicher, ganz wichtig für den Sportler. Wenn ich drauf drücke, dann kriege ich aber genug Flüssigkeit raus. Wir liefern das mit Shaker Ball, heißt, wenn ich Proteindrinks machen möchte, ja, dann kann ich... Habe ich da nochmal definitiv, ja. Genau. Ja. Ja. Ich habe eine wunderbare breite Öffnung, wo ich leicht reinigen kann und auch diverse Sachen einführen kann. Ich kann das Oberteil abschrauben. Ich kann, wenn ich mal so trinken möchte, daraus trinken, aber ich kann es auch auseinandernehmen zum Reinigen. Ja. Dann haben wir den Grip. Der sieht nicht nur gut aus, sondern gibt auch noch ein bisschen mehr Halt, Rutschfestigkeit, Halt, ja. Ein bisschen Halt. Ja. Vor allem, wenn es nass wird. Genau, ja. Genau. Eine absolut durchdachte Trinkflasche, muss ich sagen. Kannst du noch was? Ein Highlight bei der Flasche ist natürlich der Shaker Bowl. Den kann man wunderbar hier reinschmeißen. Und dann kann man natürlich seinen Proteindrink, den man beim Fahrradfahren oder so braucht, wunderbar mixen. Was kostet so eine Flasche? 14,95 im Retailpreis. Geht ja noch, ne? Das ist für was die Flasche alles bietet, mit den tollen Materialien, natürlich ohne Weichmacher und ohne östrogenaktive Substanzen, ein sehr fairer Preis, wenn man denkt, was man dafür alles bekommt. Und die Flasche ist aus Glas? Ja, das ist Glas. Für was nimmt man die her? Glas, wir sagen, es gibt viele Leute, gerade auch Sportler, die achten auf ihre Gesundheit, die wollen nur aus Glas, aus Glas trinken, um wirklich nichts mit dem Getränk in Berührung kommen zu lassen. Ist hier nur Edelstahl und Silikon und Glas eben drin. Wir sagen, es ist perfekt für den Tee, für den Kaffee, für Infused Water. Wir haben sehr viel daran rumgetüftelt, wie wir das am besten dann mit dem Tee machen. Und zwar haben wir hier zwei Filter quasi. Also ich kann ganz klassisch meinen Tee hier reintun, es dann ziehen lassen, rausnehmen, einfach trinken. Ich kann aber auch hier für den großen Trend Infused Water den Strainer oben reintun und kann so meine Früchte, meinen Ingwer trinken, ohne dass mir was in den Mund kommt. Ganz wichtig hier ist, sie ist doppelwandig, das heißt, sie kondensiert nicht, auch wenn ich kalte Getränke einfülle. Wenn ich heiße Getränke einfülle, kann ich es trotzdem anfassen. Ich verbrenne mir nicht die Finger. Der Grip gibt natürlich ein bisschen Schönheit, aber auch gleichzeitig eine Rutschfestigkeit, hat mehr Funktionalität. Und der Bumper hier am Boden, den kann man wegnehmen, um zu reinigen. Der hat einen Stoßdämpfer drin, das heißt, es ist ein leichter Bruchschutz, weil Glas kann natürlich kaputt gehen, aber so habe ich einen Schutz. Und außerdem rutscht es so nicht auf den Tisch und ich kann es auch wunderbar im Büro neben meinem Computer trinken. Jetzt habe ich mal eine reine Interessefrage als Konsument, weil Sie sagten, der eine will nur aus Glas trinken, der andere vielleicht aus Kunststoff. Was steckt denn wirklich dahinter, hinter diesen Gerüchten? Was ist für was eher problematisch? Also es gibt, wir sagen, unsere Philosophie ist, wir haben vier verschiedene Materialien, weil je nachdem, was ich möchte, möchte ich Leichtgewicht, Langlebigkeit, gehe ich auf Alu, weil wenn ich die Aluflasche leer getrunken habe, habe ich kein Gewicht mehr dabei. Möchte ich pure Materialien, stehe ich auf Glas, ist das die perfekte Flasche, da kann ich meinen Smoothie einfüllen, das Getränk nimmt keinen Geschmack an. Auch beim Alu nimmt es keinen Geschmack an, aber es ist halt einfach, wie man es gerne hätte. Dann hat man natürlich auch die Konsumenten, die sagen, ich möchte gern sehen, wie viel ich getrunken habe, als Erinnerungsstütze. Wenn man nicht sieht, dann trinkt man nichts. Dafür ist natürlich Glas auch gut. Und beim Kunststoff hat man einfach den Vorteil, es ist auch leicht, es ist haltbar und man kann auch sehen, was man trinkt. Ich würde sagen, das war ein wunderschöner Rundgang durch die Welt der verschiedenen Trinkflaschen. Vielen Dank und einen schönen Messe noch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.